geholfen. Ihr seht es hinter uns, werde ich euch nochmal kurz zeigen. Auf jeden Fall seht ihr hier die Anna Maria. Vielleicht kennt ja der ein oder andere sie bereits. Hallo liebe Miyakosa-Freunde! Hallo! Wir haben uns eine super geile Challenge ausgedacht. Und zwar wollten wir Tannenbäume schmücken. In 5 Minuten. Wir, also das heißt nie, ich und der Sandy, machen hier den Tannenbaum etwas klassischer und wir? Wir machen den Tannenbaum etwas amerikanischer mit der lieben Maren und mit der lieben Bibi. So, und ihr sollt dann am Ende entscheiden, welcher besser ist. Das wird natürlich unserer sein. Das werden wir ja sehen. Sollen wir starten? Wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir einen Baum geschmückt. Also ich war im Sammy und Lion Team und Bibi, Bianca und die Maren haben den anderen Baum geschmückt. Ich kann ihn euch mal zeigen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Baum ihr schöner findet und wehe, schreibt nicht unser Baum in die Kommentare. Nein, Spaß. Jeder hat eine freie Meinung, würde ich sagen. Das ist der Baum von unserem gegnerischen Team. Aber ja, ich würde sagen, die Lichter Kette macht es voll aus, weil die blinkt. Und wir haben halt so einen klassischen Baum, also so richtig weihnachtlich, rot, grün und mit goldenen Kugeln. Und der ist halt bunt und unser ist halt klassisch. Also findet ihr den klassischen Baum schöner oder den ausgefalleneren? Wir haben jetzt Bruschetta gemacht. Also das ist ja das, was oben drauf kommt. Und hier unten sind dann die Brötchen, die ihr unschwer erkennen könnt. Und da haben die Anna-Maria und ich gerade mitgeholfen. Und jetzt würde ich sagen, nehme ich euch mit und schau, wer alles hier ist. Hey, wer bist du? Okay, Unbekannte geht weiter. Da ist die Anna-Maria. Dann seht ihr hier vielleicht ein paar bekannte Gesichter. Und da seht ihr die Dagi und den Lion, die sind gerade voll busy. Und wir gehen mal weiter. Hier ist unser Baum, den wir gemacht haben. Auf jeden Fall sehen wir hier Shanti, ist das Sammy, Lamia, Dana, Danja und Ding. Und das waren unsere Bruschettas, die wir gemacht haben. Okay. Guten Appetit. Und ich habe das auf dem Brot befördert. Anna, erzähl uns, was du machst. Also, ich mache gerade Nudeln. Ja, voll ganz gesund. Ganz gesund. Und wir wollen wir jetzt durch dieses Ding rollen. Dieses pinke, geile Ding. Und ich helfe dir dabei und würde sagen, ja. Gutes Gelingen. Hier seht ihr ein paar bekannte Gesichter, wie zum Beispiel Bibi, der Sammy, die Dagi, die Shanti und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite seht ihr Lamia, Donja und dann noch die Vanya. Und ja, ein bisschen Chaos würde ich sagen. Also da steht ganz viel Geschenkpapier. Wer weiß, wofür sie die Geschenke einpacken. Eventuell für euch. Also schaut mal vorbei. So, wir melden uns wieder zurück und chillen auf der Couch. Wir sind die Opfer, die in der Küche stehen und kochen müssen. Ja, weil wir so hilfsbereit sind. Ja, weil Zimmer, wie findest du es bis jetzt? Also, ich glaube, das Essen wird eigentlich ganz gut. Also ich freue mich schon drauf. Ich habe so Hunger und habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Ich glaube, wenn das Essen schlecht wäre, würde es uns trotzdem schmecken, weil wir Hunger haben. Ja. Also. Aber ja, ich hoffe, es gibt halt irgendwas. Oder ich weiß nicht, was steht denn heute noch alles so an? Backen und kochen. Ja, wir sind die Einzigen, die backen und kochen. Also backen hat man halt was gebacken schon. Kannst du auch anfangen, oder? Nee. Schmücken eines Weihnachtsbaums, ja, da war ich dabei.
2 bis 3 Bäume, ja klar, ich hatte immer 2. die besten Stylings und Looks für Weihnachten, das kann man gar nicht machen, weil wir hier keine Schminke haben. Tischdeko. Ja, das muss dann kommen, wenn wir... Tischdeko, stimmt. Ich möchte das aber machen, ich möchte Tischdings. Also Dings. Wo siehst du? Das ist ja voll hell gerade. Sind wir nicht scharf? Nein, ältere Schwester. Marshmallow Grill. Ja, genau. Yay! Das ist ein Lagerfeuer. Will ich gleich eine Versicherung? Ich will auch eins. Krieg ich auch eins? Ja, das ist richtig. Hab aber nicht so lange Arme. Danke, ich bin zu klein dafür wahrscheinlich. Mann, ist es wahr. So klein. Das Auge ist einfach direkt davor. Das hat Koko. Ja? So. Ah, oh, perfekt. Fand ich ganz cool, wenn jeder ganz kurz was oder alles oder Neues grüßen. Oder alle zusammen halt. Vielleicht können wir auch absprechen, was ihr macht. Oh. Jeder mal weg. Was sollen wir sagen? Hallo Miyakosa-Freunde, wir sind's, eure Style-Experten. Hallo. Nochmal. Das war uns stimmt. Also schön, wenn... Hallo. Hallo Miyakosa, hier sind eure Style-Experten. Rede ich eigentlich? Wollen wir die ganze Zusammenhalte zusammen? Wir haben die Miyakosa-Freunde. Okay, nochmal. Okay, sag mal, wenn ihr ready seid. 1, 2, 3. Hallo liebe Miyakosa-Freunde. Jetzt. Hallo liebe Miyakosa-Freunde. Okay. Ja, aber das können wir nicht gleichzeitig synchron sagen. Doch, doch, können wir. Eins, zwei, drei. Hallo liebe Miyakosa-Freunde! Wir stehen gerade hier vor einem Lagerfeuer und ja, braten unsere Marshmallows. Genau. Wir wollten euch allen da draußen einfach ein super erfolgreiches neues Jahr wünschen. Habt ihr noch was zu sagen? Alles Gute! Bleibt so, wie ihr seid! Frohes neues Jahr! Neues Jahr. Will jemand Marshmallow? Ist das so gut? Nee, danke. Dankeschön. Richtig zu mir. Will jemand? Nee. Ja. Ich melde mich nochmal zurück. Wie ihr gesehen habt, haben wir gegessen. Ne? Ich werde euch mal einblenden. Wir haben Lamm gegessen mit einer Kruste und dazu gab es Kartoffeln und eine Joghurtsoße. Und es war super mega lecker. Das ist so ein schöner weihnachtlicher Kuchen, also total süß. Die Shanti hat es gerade geschnitten und der Sammy gefilmt auch gerade. Und er kriegt auch das erste Stück. Also guten Appetit. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben den nächsten Tag und zwar haben wir 10 Uhr früh. Ich war schon frühstücken mit der Anna-Maria und natürlich auch noch den anderen. Ich befinde mich gerade auf dem Zimmer, weil ich muss jetzt ein bisschen packen. Heute geht es nochmal kurz zu Miyakosa und dann fahre ich eigentlich heim. Also ich nehme euch natürlich mit. Ich würde sagen, wir machen eine Roomtour, weil es euch vielleicht interessiert. Also mich würde es schon interessieren. Und wir beginnen bei der Tür und ich wünsche euch viel Spaß. Ich befinde mich gerade an der Tür und wenn ihr reinkommt, dann seht ihr eigentlich schon fast das Zimmer. Hier ist eigentlich gar nichts, also das ist der Bau, so ein dunkles Holz, eigentlich mega schön. Und dann, das ist dann der Eingang. Hier befinde ich mich. Ich würde sagen, wir machen schnell ein Outfit of the Day. Also, ich habe eine Kette von Primark an, dann ist die Sobotal auch von Primark. Die Hose ist von Sheinside und der Cardigan ist von H&M. Und meine Schuhe sind von Primark. Also heute das totale Primark-Outfit. Wenn wir nach rechts schauen, ist da das Bad. Das ist so schön, Leute. Also ihr seht so Marmorboden und so. Hier noch ein
mega großer, wunderschöner Spiegel. Und dann, wenn wir runterschauen, ist ein bisschen Chaos, also wundert euch nicht. Dann ist hier eine Badewanne, die ist total schön. Da war ich duschen, anstatt die Dusche zu benutzen. Also hier ist eine Badewanne und eine Dusche. Und dann ist hier halt noch eine Toilette. Und sieht halt ganz normal aus wie eine Toilette. Und dann war es das eigentlich mit dem Badezimmer. Dann gehen wir weiter in den Schlafbereich. Und hier seht ihr einfach nur zwei Betten. Also ich hatte ein Doppelzimmer. Also wir alle hatten ein Doppelzimmer. Dann könnt ihr hier eure Sachen ablegen. Dann ist hier noch eine Minibar. Habe ich aber jetzt nicht angehört. Dann ist hier ein Fernseher. Dann habt ihr hier nochmal einen Schreibtisch. Und dann Sitzmöglichkeiten. Und zu guter Letzt habt ihr eine wunderschöne Aussicht. Und zwar von McDonald's. Nein, Spaß, das ist meine Aussicht. Also ich finde es total cool, weil die Fenster halt richtig groß sind. Und dann kommt hier auch sehr viel Helligkeit rein. Und ich wurde heute von der Sonne ein bisschen geweckt. Also total schön. Und dann würde ich sagen, packe ich meine Sachen, mache mich ein bisschen frisch, weil ich bin immer noch ungeschminkt. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Und dann gehe ich hoch zu der Anna Maria. Und dann bis gleich. Das war's dann mit meinem Follow Me Around. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Und wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch oder über einen netten Kommentar. Ich habe versucht, euch so viele Einblicke wie möglich aufzunehmen. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Und wie gesagt, hinterlasst mir einfach euer Feedback, damit ich Bescheid weiß, dass ich meine Kamera öfters mitnehmen soll, falls irgendein Event stattfindet. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei mir Cosa-Team bedanken, die uns das sozusagen ermöglicht haben. Also, Dankeschön an euch. Danke für die Weihnachtsfeier. Und ich habe durch dieses Event sehr viele nette Leute kennengelernt und es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Alle weiteren Informationen findet ihr in der Infobox, also wer dabei war. Und noch weitere Follow Me Arounds, damit ihr noch mehr Einblicke bekommt. Und ja, danke nochmal fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch allen einen wunderschönen Abend, Nachtag, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und ich würde sagen, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.